So, hallo und herzlich willkommen vorm neuen, ja, quasi schon Urwald. Also hier da neben mir, dieses Gebüsch im weiteren Sinne, wenn man es dann so nennen möchte. Das ist was ganz Faszinierendes und ich will mir das schon seit Ewigkeiten angucken und komme einfach nicht dazu. Und deswegen habe ich beschlossen, jetzt mache ich einfach. Wie man anhand des Lichtes sehen kann, ist der Sonnenstand schon ziemlich niedrig, sollte aber gerade noch reichen für so ein paar Eindrücke, um hier mal ein bisschen reinzuschauen. Ich mache auch gleich noch einen Rundumschwenk. Was haben wir hier? Wir haben hier eine Flussrenaturierungsmaßnahme. Ich stehe hier direkt, also hinter dem Gestrüpp, an der Murg. Die Murg ist ja auch hier unser talbildender Fluss, da wo ich wohne. Ist schon ein etwas größeres Flüsslein, jetzt nicht die Donau und auch nicht der Rhein, natürlich, aber schon etwas, was ein ordentliches Tal in den Schwarzwald gefressen hat und eben im Oberlauf dann auch ordentlich Kraft hatte, insbesondere in der Eisschmelze nach den Eiszeiten, nach den jeweiligen Eiszeiten, hat die Murg enorme Kraft gehabt und damit Mordspotenzial, um ein wirklich, wirklich tiefes Tal auch hier in den Schwarzwald reinzuschneiden. Das Tal ist hier schon zu Ende, wo wir uns gerade befinden. Gerade so zu Ende. Also der wirklich erodierende Einfluss des Flusses hat so gerade aufgehört. Ungefähr hier, wenn man da überhaupt einen Punkt ausmachen kann, dann ist er das. Und man hat sich entschlossen, nachdem der Fluss, der Unterlauf des Flusses, komplett begradigt ist, nur gerade ohne jeden natürlichen Verlauf, dass man dem Ganzen ein bisschen Natur zurückgeben möchte und hat deshalb den Damm weiter nach hinten versetzt. Jetzt muss ich doch hier mal einmal in den Schwenkmodus schalten. Ja? Also, hier haben wir den Damm. Im Grunde direkt da hinter der kleinen Straße, da hinter diesem Gestrüpp, ist der Damm. Der ist jetzt auch viel flacher geworden, der war früher deutlich steiler. Und man sieht da hinten an der Brücke, ja, die ist jetzt ziemlich weit weg, weil ich mit Mods rausgezoomt filme. Da verläuft auch der Damm eben entsprechend drunter durch. Und hier ist also jede Menge Fläche entstanden, an der man nicht mehr gemäht hat. Normalerweise hat man die Ufer vom Fluss links und rechts immer schön gemäht. Das Heu ist ja auch nützlich, das kann man ja auch brauchen. Und hat hier aber jetzt einfach mal aufkommen lassen, was an Buschland denn so wachsen wollte. Ich kann mich nicht erinnern, ob man nicht noch zwei, drei Bäumchen auch noch eventuell dazu gepflanzt hat. Aber das allermeiste, was hier jetzt steht, ist hier aufgekommen durch die durchaus hin und wieder mal stattfindenden Hochwasser vom Fluss, was dann natürlich mitreißt, was weiter oben wächst, was dann hier eben entsprechend liegen lässt, was weiter oben wächst, weil wenn das Wasser wieder zurückgeht, bleiben zumindest Samen wirklich wunderbar am Ufer hängen und im Laufe der Jahre, und es sind jetzt etwa 10, 8, 7, irgendwas zwischen 7 und 10 Jahren ungefähr, je nachdem, welche Phase dieser Renaturierungsmaßnahme man angucken möchte. Die allerersten Arbeiten werden auch noch ein bisschen älter sein. Aber für die Natur und gerade insbesondere für Holzpflanzen ist das kein langer Zeitraum. Und jedes Mal, wenn ich hier vorbeikomme, bin ich immer wieder fasziniert, nur vorbeilaufe, niemals reingehe. Das habe ich noch kein einziges Mal gemacht, was da inzwischen alles rumsteht und was für eine Biodiversität wir hier haben. Ja? Also, da dieser Wald so von niemanden, und das kann man jetzt, naja, Wäldchen eher, ja, kann man schon so nennen, noch nie in irgendeiner Form irgendein Förster, irgendein Landschaftsplaner eine Axt, eine Planung oder sonst was gesehen hat, ist das streng genommen quasi ein Urwald. Und sowas gibt es inzwischen relativ häufig in Deutschland, junge Urwälder, die einfach irgendwo entstehen, wo man gesagt hat, hier machen wir jetzt einfach mal nichts. Oder hier lassen wir einfach mal eine Zeit lang nichts passieren. Ja? Das ist kein Naturschutzgebiet, das ist überhaupt nichts. Das ist einfach eine Fläche, wo man gesagt hat, da machen wir jetzt gerade mal keine Pflege und lassen wachsen, was kommt. So. Und das finde ich eine großartige Idee. Und das Resultat führt dazu, dass hier wirklich auch ein Mordsbiotop entstanden ist. Gerade sind zwei Graugänse über mich drüber geflogen. Das ist was Besonderes hier für die Region. Graugänse haben wir so gut wie keine. Kanadagans, die ist viel gewöhnter, mit den Leuten umzugehen. Die schwimmt auf dem Schlossteich. Ne?
Stockente, schwimmt überall, ist klar, aber Graugans, hier wirklich für die Region, die sind selten. Die mögen es gerne ein bisschen abgeschiedener und deswegen bin ich ziemlich begeistert, dass hier gerade zwei rumgeflogen sind. Eben im Gebüsch gehört ein Fasan, der ist auch relativ früh dran. Gut, Fasane sind hier jetzt keine besondere Seltenheit, aber auch der kommt hier offensichtlich drin vor. Und ich will gar nicht wissen, was für Viecher da noch jetzt alles drin wohnen. Bestimmt auch mit Sicherheit der ein oder andere Fuchs, der sich da einquartiert hat. Bestimmt jede Menge wassernah lebende Tiere. Nutrias haben wir da, Bisamratten haben wir da. Das sind zwar alles beides Neozonen, aber in so einer Landschaft richten die auch keinen Schaden an. Und da bereichern sie meiner Meinung nach die Artenanzahl durchaus positiv. Und aber jetzt gehen wir mal rein. Jetzt gehen wir mal rein, weil mal gucken, was wir finden. So. Hier kurz vorm Eingang haben wir erstmal ein Feldahorn. Ich nehme mal ein Blatt ab, das muss er verkraften können, zum Zeigen. Feldahorn, typisch ein Ahornblatt. Das ist jetzt kein sehr ausgeprägtes Feldahornblatt, aber es ist klein. Die Finger sind relativ deutlich, die Handfläche relativ klein. Und was wir hier bei diesem Exemplar ganz wunderbar sehen können, kommt mal mit, sind Korkleisten. Seht ihr das? Wie der Zweig quasi überzogen ist von solchen abstehenden Leisten. Insbesondere schön zu sehen hier am Haupttrieb. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ich sehe gerade nicht, was die Kamera aufnimmt. Der hat Korkleisten noch und nöcher. Manche Feldahörner haben eben massive Korkleisten. Und hier kann man auch nochmal sehen, das ist so ein typisches Feldahornblatt. Ja, das ist so in der klassischen Ausführung. Manche haben Massivkorkleisten, andere haben gar keine. Dazwischen gibt es wenig. Ja? Also wenn Korkleisten da sind, dann sind es meistens so richtig beeindruckende. Und so ein krasses Exemplar wie dieses da habe ich lange nicht gesehen. Gut, gehen wir noch ein bisschen weiter rein. So, und die erste Weide. Weiden sind ja recht unspezifisch, was ihre Blattform angeht. Meistens irgendwo was Elliptisches bis Lanzettliches. Also nochmal schmaler und länger, das ist dann lanzettliche Blattform. Weiden sind fast alle vom Blatt her behaart, haben also, das kann ich euch jetzt nicht wirklich zeigen, aber sie haben eine flauschige Unterseite, mindestens die Unterseite. Oft haben sie auch eine leicht flauschige Oberseite. So ein Weidenblatt fühlt sich generell gut an. Weiden sind fast immer mehrstämmig, wie auch dieses Exemplar. Sie sind zwar technisch gesehen ein Baum, wachsen aber oft als so eine Kombi zwischen Strauch- und Baumform. Das macht auch Sinn, weil sie ja meistens da aufkommen, wo sie angeschwemmt werden, wo oft noch gar kein Wald vorhanden ist und nicht viel Vegetation. Und dann haben sie allen Platz der Welt. Sie brauchen viel Licht, sie nutzen viel Licht, sie breiten sich schnell aus und wachsen vor allen Dingen wirklich, wirklich, wirklich super rasant. Es gibt in Deutschland kaum eine Holzpflanze, die so schnell entsprechende Dimensionen erreicht, wie es eben bei der Weide der Fall ist. Welche Weide das ist, das kann ich euch mit Sicherheit leider nicht sagen, weil Weiden neigen zur Bastardisierung, heißt, die kreuzen sich untereinander über die Artgrenze hinweg, ganz gerne zu irgendwelchen unfruchtbaren Bastarden. Entschuldigung, die heißen wirklich so, das ist botanisches Fachdeutsch. Und können sich als solche dann nicht mehr weiter fortpflanzen. Ist also so eine Endstation in der Evolution, so gesehen die Weidenbastarde. Aber das machen sie häufig. Und deswegen kann man sich mit der Bestimmung von Weiden nie so richtig sicher sein. Ist es jetzt wirklich die reinrassige, in Anführungszeichen, zum Beispiel Saalweide, die das hier durchaus sein könnte. Doch, das wird wahrscheinlich am ehesten die Saalweide sein. Für Salix fragil, die Bruchweide, reicht es nicht, weil wenn man es mit der Bruchweide zu tun hat, dann braucht man nur einen vertrockneten Zweig nehmen und den mal abknicken und der macht so richtig ein sattes, ein befriedigendes Knack. Ja, auch bekannt als die Knackweide. Also kaum eine Weide bricht so einfach ab.
wie das bei der Bruchweise der Fall ist. Das tut die hier jetzt zwar auch sehr gut, aber das liegt daran, dass ich jetzt einen sehr trockenen Ast erwischt habe. Bei der Bruchweide, das will ich jetzt nicht machen, nur aus Testzwecken, kann man auch die lebenden Äste vergleichsweise leicht abbrechen und die bleiben nicht wie bei anderen Pflanzen, also nicht so oft wie bei anderen Pflanzen, dann auch noch so im Restrinde hängen und man biegt die eher durch, man muss sie dann noch drehen, damit sie abgehen. Das kennt ihr bestimmt, wenn ihr schon jemals irgendwo einen Zweig abgebrochen habt, dann merkt ihr, das ist gar nicht so einfach. Man kann den nicht einfach abbrechen, dann hat man in der Hand, sondern noch grünes, sondern man muss den wirklich abdrehen, das ist schwierig, der bleibt noch an irgendwelchen Fasern hängen und das wäre dann bei der Salix fragilis, der Bruchweide, anders. Aber das hier ist, oh, nein, es ist doch nur in Anführungszeichen die Saal, eine saalweidenartige Weide, ja, ob es wirklich ist. So, ich versuche mich immer noch weiter durchzuschlagen, ist ein ziemlicher Dschungel. Hier ist auch noch nie jemand rein, jedenfalls nicht den Weg, den ich jetzt komme. Mal gucken. Okay, nächster Stopp. Das hier, kennt man, ist eine Eiche, ne? Klar. Hat sie auch reingeschafft, steht lustigerweise am Rand, weil wenn wir nochmal auf den Drehmodus schalten, dann sehen wir, wir haben hier doch so eine kleine, ja, so einen kleinen Weg durch, der keinsterweise gut begehbar ist, aber zumindest eine halbwegs freie Fläche, wo hier auch das ganze angeschwemmte Holz rumliegt. Das liegt da jetzt nicht deswegen, weil es jetzt ausgerechnet dahin geschwemmt worden wäre, aber das ist alles Schwemmholz, sondern das liegt da eben deswegen, weil es da jemand abgeladen hat. Ja, also so ein paar Einflüsse von Homo sapiens gibt es hier dann leider doch. Ich hatte gehofft, man hat hier einfach das Gebiet vergessen quasi und lässt es jetzt machen, wie es kommt. Aber ist doch nicht ganz der Fall. Hin und wieder findet man auch ein kleines bisschen Abfall. Da würde ich aber fast vermuten wollen, dass das Hochwasserrückstände sind. Dass der mit dem Hochwasser angetrieben worden ist und dann logischerweise liegen geblieben ist, nachdem das Wasser dann zurückgegangen ist. Ja, Eiche ist da. Dann haben wir hier, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, es tatsächlich ausnahmsweise mal mit dem Spitzahorn zu tun. Selten vergleichsweise. Fast immer, wenn man irgendwo freiwachsende Ahörner findet, ist es der Bergahorn. Das ist der mit Abstand häufigste hier in der Region. Spitzahorn, erstes Indiz. Beim Bergahorn ist fast immer, nicht immer, aber fast immer, hier der Stiel irgendwo auf mindestens einer Seite etwas rötlich. Ist hier jetzt gar nicht der Fall. Das kann zwar auch beim Spitzahorn passieren, aber eher unwahrscheinlich. So, und wir haben beim Spitzahorn, dafür reicht jetzt auch wieder meine Kamera nicht ganz aus, haben wir grannenartig zugespitzte Spitzen mit wirklich, wirklich nadelspitz zulaufen. Spitzer geht's nicht. Ja? Das kann zwar auch beim Bergahorn, ist aber jetzt wieder ein Indiz. Und die Buchten hier, ne? Also der Bereich, wo nicht die Spitze sitzt, sondern die Buchten, die sind rundlich. Die sind beim Bergahorn scharfkantig, also spitz, also wirklich mit einer Ecke. Ja? Und hier sind sie halt abgerundet. Und das sind dann genügend Unterscheidungsmerkmale, dass man sagen kann, dass es hier erstaunlicherweise tatsächlich einen Spitzahornwald gegeben hat. Und bei der Dichte von dem Gestrüpp hier, ihr seht es ja hinter mir, da muss man eigentlich schon von einem Wald sprechen, dass der auch ein Innenklima entsprechend hat. Definition ökologischer Art für Wald ist ja, wenn das Ding so dicht ist, dass da drin jetzt erstmal deutlich anderes Wetter in Anführungszeichen herrscht als draußen, ist da drin also deutlich merklich kühler ist, merklich feuchtere Luft gegebenenfalls, dann ist es ein Wald. Und der Unterschied ist hier nicht groß. Aber er ist wahrscheinlich messbar, wenn man entsprechende Instrumente anbringen würde. Und das würde auch schon ausreichen. Also wenn das wirklich der Übergang ist fließend zwischen Wald und Nichtwald. Aber ich glaube, der ist wirklich dicht genug. Also jetzt zumindest natürlich in den Monaten, wo da Laub dran hängt im Winter. Da natürlich nicht. Gehen wir weiter rein. So, also nicht ich, hier das ist ein Rest, der wird es auch nicht mehr lange machen, der hat inzwischen zu viel Schatten, ist der Rest von einem Weißdorn und zwar ich glaube das ist der zweigrifflige Weißdorn,
Hier haben wir ein entsprechendes Blatt gekennzeichnet durch ein Oberblatt und ein Unterblatt, die so ein bisschen getrennt sind bei den klassischen, wirklich gut ausgebildeten Blättern. Ich hoffe, man kann das sehen und hat das einigermaßen scharf gestellt. Ja, hat er. Okay. Ganz charakteristisches Blatt habe ich auch mal in anderen Videos gezeigt. Und wem das Blatt nicht reicht, beziehungsweise wenn Winter ist, der hat auch, ich denke, da darf ich vorsichtig einen abmachen. Oh, nehmen wir den. Er hat auch Dornen, ne? Hier auch wieder was gar nicht so einfach scharf zu stellen ist. Jetzt kann man es schön sehen, ja? Dornen sind anders als Stacheln. Rosen haben nämlich Stacheln und keine Dornen. Das denkt man nur immer, Rosen haben keine Dornen, sie haben Stacheln. Das ist ganz wichtig. Ist ein Dorn, anders als ein Stachel, ist eine Zweigmetamorphose. Sprich ein Zweig, der einfach vorne spitz zuläuft und endet und nicht mehr weiter wächst. Anders als ein Stachel ist etwas, was auf der Rinde drauf in der Rinde gebildet wird und dann drauf sitzt auf dem Zweiglein. Ne? Deswegen kann man Stacheln auch relativ gut abbrechen. Hat jeder bei einer Rose bestimmt schon mal gemacht, so einzelne Stacheln abgebrochen. Bei einem Dorn geht das nicht. Solange der noch ordentlich im Saft ist, ist der deutlich stabiler, weil es ist ja eigentlich ein Zweig und der besteht aus Holz, anders als so ein Stachel. Der besteht meistens aus Sklerenchym, nennt sich das. Also klassisch eben, deswegen heißt das Ding ja auch Weißdorn, weil es halt eben entsprechend Dornen hat, nicht Stacheln. Ich habe jetzt gesagt, sorry wegen der Kamera, das ist alles nicht so einfach hier. Der macht es nicht mehr allzu lange und jetzt haben wir natürlich Gegenlicht, aber wir können trotzdem erahnen, unser Weißdorn steht hier unterm ausgebildeten Kronendach und kriegt schlicht und ergreifend viel zu wenig Licht ab. Das heißt, er wird noch dieses Jahr vermutlich versterben, einfach weil die anderen Pflanzen sind zu hoch geworden. Das nennt man Konkurrenz. Das ist hier ein wunderbares Beispiel eben für Konkurrenz im Pflanzenreich. Nix Greenpeace, ne? Grüner Frieden am Arsch, sondern Green War, wenn man so will. Wer weiter oben wächst, macht das Rennen und wer unten drunter hockt, der hat meistens keine Chance. Es sei denn, es handelt sich um einige sehr wenige seltene, sehr angepasste Arten, die in der Lage sind, im Unterstand lange, lange Zeit zu überdauern. Der Weißdorn gehört nicht dazu. Ein Beispiel wäre die Eibe. Die kann das. So, und hier, ja, ich komme immer von der Seite ins Bild, ist ja egal. Hier haben wir nochmal einen Strauch. Das hier, womit ich gerade wackel. Das ist ist es der Blutrote? Nein. Es ist Cornus Mars, die Kornelkirsche. Ist ein Strauch, der deutlich schattertragender ist, als es da drüben Weißdorn. Weißdorn gewesen ist und kommt hier noch deutlich besser zurecht. Hat viel mehr Blätter, wie man hier auch sehen kann. Die Blätter sind auch deutlich vitaler. Viel weniger bereits abgestorbene Zweige. Der ein oder andere ist da. Blüht auch. Kann ich euch nachher nochmal hochheben, wenn ich dran denke. So, hier ein Blatt. Ich finde, die Blätter sind sehr charakteristisch, weil die Blattadern, wie man hier schön sehen kann, ziemlich tief eingeschnitten aussehen. Ja? Also auf der zweidimensionalen Oberfläche vom Blatt bilden sie fast schon Miniatur-Canyons. Insbesondere an der Mittelrippe und an den direkt, ich muss mal aus dem Bild, sonst sieht man es nicht. Genau, hier kann man schön sehen. Ne? Also ihr seht, die sind sowieso kleine Schluchten, recht tief eingeschnitten, die Blattadern. Das Blatt ist ansonsten ausgesprochen eiförmig mit kleiner aufgesetzter Spitze, wächst an einem Strauch, kann man fast mit nichts anderem verwechseln, wenn man erstmal ein bisschen Gefühl dafür hat. Das ist so das wesentliche Bestimmungsmerkmal, denke ich. Davon stehen hier einige. Hat ein im Grunde ziemlich hartes Holz,
Nur, wenn man halt sich nur so einzelne kleine Zweigchen hier abbricht, die bereits abgestorben sind, dann sind die schon meistens so morsch, dass da von der Härte nicht mehr viel zu merken ist. Man kann sich aber ein Messerchen zur Hilfe nehmen und wirklich mal einfach ein bisschen, nur weil der gut leicht berstet, heißt es ja nicht, dass er nicht hart ist. Und sobald man, wenn man mal ein bisschen Erfahrung mit Holzbearbeitung hat, damit ein Messer wirklich reinschneidet, dann merkt man sofort, dass es sich wirklich auch um ein hartes Holz handelt. Obwohl es jetzt halt schon morsch und ausgetrocknet ist. Aber der Widerstand beim Reinschneiden, der ist wirklich für so einen dünnen Ast enorm hoch. Das wäre bei vielen, vielen anderen Hölzern deutlich geringer. Ja, also es ist jetzt auch nicht Ebenholz, aber Kornusmaß hat schon recht hartes Holz. Das ist man kann es als Bestimmungshilfe noch zusätzlich verwenden, wenn man so einen entsprechenden Ast dann griffbereit hat. So, by the way, hier gucken wir uns mal kurz ein bisschen den Boden an. Und was sehen wir da? Wir sehen Boden. Und prinzipiell ist das jetzt auch nicht weiter verwunderlich, dass der da ist, ne? Aber hier gibt es immer mal wieder Flecken, wo kein Bodenbewuchs stattfindet, wo der Boden relativ kahl ist. Und an diesen Stellen, wo der Boden kahl ist, was fällt uns hier auf? Wenn ich mal ein bisschen aus dem Bild gehe, da liegt kein Laub. Ja? Hier liegt kein Laub rum. Warum liegt da kein Laub rum? Das ist ein besonderes Charakteristikum von sehr, sehr flussnahen Wäldchen, insbesondere auch wenn es junge Wäldchen sind, die immer mal wieder überflutet werden. Nur sehr kurzfristig übrigens. Das hier ist also zwar ein durchaus ein wenig vom Wasser beeinflusster Wald, aber für einen richtigen Auwald reicht es auch nicht, weil dafür sind die Überflutungsperioden viel zu selten. Alle 2-3 Jahre würde ich sagen, durchschnittlich, so in den letzten Jahren, haben wir überhaupt mal Überflutung bis hierher. Und wenn Überflutung ist, dann 2 Tage, ne? Vielleicht mal 3. Ganz selten hatten wir auch schon mal ein bisschen mehr. Aber der wesentliche Faktor ist, so 2-3 Tage Überflutung, das übersteht fast jedes Gehölz, was wir in Deutschland so haben. Mit Ausnahme von ganz fragilen Dingern wie der Buche. Deswegen steht hier auch keine einzige. Ja, null, überhaupt keine Buche, was ungewöhnlich ist. Aber fast jedes andere Gehölz hat da keine größeren Schwierigkeiten damit, wenn es nur so Mini-Überflutungen sind. Trotzdem, das ist eben der springende Punkt, Buche eigentlich die dominante Baumart, die alles andere niedermacht und sich so überall durchsetzt, wo sie auch nur irgendwie kann. Hier nicht, weil dieses bisschen Überflutung, das reicht schon, dass sich die Buche hier nicht wohlfühlt und alle anderen ihr deswegen überlegen sind. Weil im Abstand von, na, sagen wir 3 Jahren, würde eine Buche, eine Junge, die hier hochkommt, diese Überflutung nicht überleben. Ja? Und das ist ein Ausschlusskriterium, weil sie braucht halt deutlich mehr als 3 Jahre, um sich zu etablieren, und deswegen ist das zu viel. Und die Überflutungen führen natürlich dazu, dass ich hier nicht nennenswert Laub anlagern kann. Weil selbst wenn es runterfällt, wird es zur nächsten Stelle gewaschen. Wenn hier, sobald hier ein bisschen Wasser durchkommt, wenn viel Wasser durchkommt, wird alles sowieso komplett weggewaschen. Und es kann sich hier nur ein entweder sehr schnell verwitternder und dann sofort in den Boden einziehender Humus bilden oder eben fast schon gar kein Humus, dafür aber super nährhafter Schlamm, der vom Fluss hier auch wieder circa alle 3 Jahre in gewisser Menge abgelagert wird. Das heißt, die Nährstoffversorgung auf solchen Standorten, die ist hervorragend. Und so ein Fluss kommt ja meistens von weit her und bringt Gesteinsmehl von allen möglichen Gesteinen entlang seines Laufs mit. Also eine Mischung von so ziemlich allem, was die Pflanze haben möchte, ist bester Dünger, könnte man sich im Grunde hier ausbuddeln und in den Garten speisen. Wäre nur gemein und reicht nicht für Nutzpflanzen, aber für solche Naturpflanzen wie diese hier, da funktioniert das dann auch. So, guckt mal, ich habe doch gesagt, Spitzahorn, seltsam, Bergahorn, hier steht er. Ein Blatt musst du uns opfern im Dienste der Wissenschaft. So, guckt, hier. Rotes Stängelchen, ne? Auf einer Seite rot in diesem Fall. Manchmal sind sie auch rundum so rot. Das hängt so ein bisschen von der Lichteinstrahlung ab. Schon mal Bestimmungsmerkmal Nummer 1 im Unterschied zum Spitzahorn. Zweitens, der hat keinen super spitzen, super dünnen, grannenartigen Fortsatz an den Spitzen. So, und drittens,
das hier ist nicht abgerundet, sondern spitz, ne? Also scharf. Da ist keine Rundung in der Bucht zu erkennen. Ist deutlich, oder? Ich denke, es ist deutlich. Also haben wir es ganz eindeutig hier mit einem Bergahorn zu tun. Es hätte mich auch gewundert, wenn wir nur Spitzahorn hier gefunden haben. Der Bergahorn ist einfach auch zu erwarten. Ja, und da ist er. So, Überraschung, mitten im Dschungel hier nochmal eine, ja, mehr oder weniger Freifläche. Es ist interessant, dass die hier noch nicht zugewachsen ist. Manchmal weiß man nicht wieso. Ja? Da bin ich jetzt persönlich, stehe jetzt hier ein bisschen ungünstig, egal, bin ich auch überfordert. Das hier ist natürlich ein ehemaliger Weg, ja, aber der wurde garantiert seit langem nicht mehr befahren. Ihr seht das Gestrüpp da hinten, hier kommt man auch gar nicht durch, in die andere Richtung auch absolut kein Durchkommen. Aber der Untergrund ist halt ein anderer. Ich vermute also, dass die häufige Befahrung, als das hier noch ein Weg gewesen ist, der dann eben auch mit Landmaschinen offensichtlich befahren wurde. Der Boden ist hier schon ordentlich verdichtet und man sieht auch, wenn man sich es genauer anguckt, so ein bisschen Fahrrillen. Vielleicht hat dieser Faktor doch dazu geführt, dass das Wurzeln hier noch ein bisschen schwer fällt für die jungen Bäume, weshalb jetzt hier speziell erstmal kein Wald aufgekommen ist. Aber es ist seltsam. Also ist jetzt mal ein Fall, wo ich wirklich sagen muss, ich bin mir auch nicht sicher und ich verstehe es nicht ganz. Aber da drüben haben wir noch einen Holunder. Gehen wir uns den noch mal schnell angucken. So, wir nähern uns dem Wasser und ihr seht hinter mir jetzt so Häufen, beziehungsweise hier ist auch so ein Haufen. Das ist jetzt diesmal nicht Schuttabladen verboten oder jemand entsorgt illegal Gartenabfälle. Das sind jetzt wirklich Reste von den entsprechenden Anlagerungen vom Wasser, was das Wasser hier so angeschwemmt hat. Bleibt jetzt, da wir uns inzwischen sehr auf dem Fluss nähern, hat nicht viel Wasser zurzeit, es ist ein Elend, aber er ist ein Fluss, er ist wirklich ein Fluss, beziehungsweise sie ist ein Fluss, ist natürlich die Murg, ja, aber das ist auch typisch, dass es zu solchen Holzansammlungen kommt. Oft sind es auch, sieht es nicht so aus, als wäre es natürlich, weil gerne mal die einzelnen Stücke, die hier so angeschwemmt werden, durchaus auch Motorsägenschnitte aufweisen, so wie der da, ne? Da sieht man die glatte Schneidkante. Das muss aber nicht zwingend was heißen. Es kann auch natürlich einfach sein, dass die in einem ufernahen Bereich schon kleingeschnitten rumlagen und dann entsprechend weggerissen worden sind, als das Wasser kam. Gut, aber ich kann nicht filmen und laufen gleichzeitig. Ihr seht, das Terrain ist ein bisschen schwierig, viel Brombeere. Deswegen Konzentration. So, und damit sind wir am komplett gewässernahen Teil angekommen. Das könnt ihr jetzt nicht spüren, aber ich spüre durchaus kühle Luft, die vom Wasser her hier so ein bisschen, ja, es ist hier deutlich kühler geworden, je näher man dem Wasser kommt. Jetzt in den Abendstunden, wo es sowieso sehr abkühlt. Wir hatten heute intensive Sonneneinstrahlung am Tag. Das bedeutet der Abkühlungseffekt, weil sternklarer Himmel auch, die Bettdecke sozusagen der Erde ist gerade nicht besonders ausgeprägt. Wenn es bewölkt wäre, wäre der Unterschied zwischen Tag und Nacht deutlich geringer. Aber durch den eben entsprechend besonders klaren Himmel beginnt jetzt, wo die Sonne nachlässt, wo es langsam dunkel wird, eben bereits die kalte Luft zu fließen und sammelt sich immer am tiefsten Punkt einer Landschaft. Und das ist natürlich in einem Tal immer das Wasser. Ja, und hier beginnt also jetzt gerade auch. Ja, man kann es so ganz, ganz leicht erahnen, jetzt mit entblößten Armen, wenn man da runter geht, dass hier wirklich, ja, ja, man merkt es, kommt hier gerade so ein kleines bisschen, ganz, ganz leichte Luftbewegung, kühle Luft, die sich hier jetzt sammelt. Und natürlich auch weiter talabwärts fließt, ja. Der mag ja in horizontal, also beim Querschnitt vom Tal, so, ja, ist der Fluss natürlich der tiefste Punkt. Aber der fließt ja auch wieder nach unten und damit fließt die ganze Luft logischerweise auch dem Fluss hinterher. Also das ist auch ein ganz typisches Phänomen, dieser Talabwind. Wenn es Abend wird, bekommt man in jedem halbwegs großen Tal immer einen Wind, der das Tal rauspustet, weil oben in den Bergen es schneller kühl wird. Die kühle Luft, die oben ist,
als kaltes Luftpaket nach unten sinkt. Und wo sinkt sie dann hin? Ja, ins Tal. Und sinkt das Tal durch. Und am Anfang vom Tal ohnehin durchaus intensiv, weil das Tal ja, wo es beginnt, eher eng ist und dann immer breiter wird. Und dadurch wird da so eine Art Trichtereffekt gebildet. Und man kann also durchaus ein wahrnehmbares Lüftlein aus dem Tal, gerade eben bei hohen Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht, durchaus wahrnehmen. Gut, aber das wollte ich gar nicht so sehr erzählen. Es gibt übrigens morgens auch einen Talaufwind, das funktioniert andersrum. Egal. Hier stehe ich jetzt im Erlengürtel. Ihr seht, hier sind jetzt schon Bäume dabei. Da kann ich euch nicht erzählen, dass die 10 Jahre alt sind. Wir müssen hier also, und ich erinnere mich leider nicht mehr genau, ich bin zwar wirklich ganz in der Nähe aufgewachsen, aber man hat ja damals das dann noch nicht verfolgt. Man wusste ja nicht, dass das mal sein Beruf wird. Beziehungsweise man hier wirklich mal das braucht, dass man es mal mehr verfolgt hätte. Aber diese Erlen, die hier stehen, die müssen natürlich schon vorher da gewesen sein, bevor man gesagt hat, ab sofort darf hier jetzt wachsen, wie möchte. Und dementsprechend sind die schon älter. Trotzdem auch erst 2025, würde ich sagen. Erlen haben, wie fast alle pionierartigen Gehölze, ein sehr, sehr rasches Jugendwachstum und sind ziemlich schnell, schon ziemlich dick. Und gerade die ersten, die man hier wohl vermutlich auch mal gepflanzt hat, wobei das kann man nicht sagen. Erle hat ja auch einen schwimmfähigen Samen, der durchaus, oh, Mücke ins Auge, das ist immer unangenehm, der durchaus in der Lage ist, übers Wasser verbreitet zu werden. Und sobald mal das Wasser ein bisschen übers Ufer geht, liegt der Erlensamen auch schon da. Erle kann keimen, wunderbar. Und gerade bei so Schwarzwaldbächen ist es eigentlich Bächen bis Flüssen, je nachdem, ein ganz typisches Bild, dass die letzte Bastion vorm Wasser so ein Erlengürtel ist, in dem ich hier auch eben entsprechend stehe. Nur halt nicht bei der begradigten Variante und auch nicht, wenn man normalerweise eben das komplette Flussufer zur Heugewinnung nutzt und alles nur als Wiese entsprechend bewirtschaftet und auch regelmäßig mäht. Und das muss man hier wirklich schon vor längerer Zeit aufgegeben haben, sodass wir diesen Erlengürtel, diesen natürlichen, vielleicht ein bisschen nachgeholfenen, aber zumindest inzwischen definitiv sehr, sehr naturnahen, ich möchte fast schon natürlichen sagen, Erlengürtel bekommen haben. Und typisch eben für auch wirklich ein Erlengürtel, der hin und wieder von Hochwasser überprägt wird, ist, dass hier jede Menge Zeug dazwischen, zwischen den Bäumen hängt, weil es halt einfach angespült wird. Es ist mir ein Genuss. Ich merke mir diesen Ort, hier ist irgendwie cool. Also nicht wirklich. Genau genommen ist es relativ warm und Mücken gibt es auch, aber ist doch irgendwie cool. So, jetzt müssen wir noch ein Erlenblatt für die Wissenschaft opfern. Ich meine, ihr wisst das ja alles schon, ja? Das ist ja nicht mein erstes spontanes Erkundungsvideo, was ihr anguckt. Aber Erle, meiner Meinung nach, am einfachsten zu bestimmen, hoppala, nicht die Kamera umwerfen, durch die Antispitze, ja? Viele Blätter haben vorne eine Spitze, Erle hat eine Einbuchtung. Hier nicht sehr deutlich, aber Erlenblätter enden entweder stumpf, oder auch nur den Ansatz einer Spitze oder sogar eben leicht gemuldet, wie man das hier auch erahnen kann. Es ist nicht sehr deutlich, aber das ist ein idiotensicheres Merkmal von dem Erlenblatt. Ansonsten rund bis eiförmig, sowas in die Richtung, hat auf der Rückseite leichte braune Achselhärchen. Man kann es hier erahnen, also bräunlich, aber das Bestimmungsmerkmal braucht man eigentlich nicht. Erlen sind die einzigen Bäume, die diese eingebuchteten Blätter aufweisen. Das ist also sehr, sehr charakteristisch. Ja, cool hier. Cool, cool. Oh, und wir haben auch eine Pappel. Moment, der gucken wir, gehen wir nochmal hin. So, ja, hier jetzt mal die Pappel. Das ist das Ding. Die wächst, ach, da kann man sich kloppen, was schneller wächst. Ne? Weide oder Pappel. Und normalerweise sind wir hier schon im typischen natürlichen Pappellebensraum. Also die wachsen auch sehr gerne flussnah. Nicht ganz so flussnah wie jetzt hier unsere Erlen. Das heißt, dass die Pappeln hier jetzt drin sind. Okay, aber das muss nichts heißen. Das kann auch sehr wohl eben natürlich entstanden sein, weil auch Pappel eben durchaus in der Lage ist, sich vom Fluss mitreißen zu lassen. Was Pappel besonders gut kann, ist Stecklingsvermehrung. Soll heißen, wenn das Ding jetzt klein ist oder einen tiefreichenden Ast hat,
und das Wasser steigt. Und das Wasser treibt zum Beispiel einen Baumstamm entlang. Ja, und der Baumstamm reißt von der Pappel was ab. Einen ganzen Ast, ein paar Zweige, ist egal. Die werden entsprechend auch weitergetrieben. Irgendwann ist die Überflutung vorbei. Die Zweige bleiben irgendwo liegen. So, und vielleicht im besten Fall bleiben sie sogar im Boden stecken. Und dann können sie sich wieder bewurzeln, neue Blätter austreiben und es wächst ein kompletter neuer Pappelklon aus eben dieser Pappel hier möglicherweise. Ja? Tolle Verbreitungsstrategie. Das macht man sich auch zunutze. Also wir Homo sapiens, indem wir genauso Pappel pflanzen. Also Pappel wird nicht gesät, Pappel wird nicht klassisch gepflanzt, Pappel wird gesteckt, indem man einen Pappelsteckling irgendwo in die Erde steckt. Das ist so simpel, wie es geht. Nichts geht schneller, was Begründung von irgendwelchen Wäldern in Anführungszeichen angeht. Und meistens nutzt man das dann allerdings auch nur, so eine Pappelplantage mit Stecklingsvermehrung, nutzt man im Regelfall auch nur, um Brennholz zu gewinnen letztendlich. Oder besonders gerne eher für Hackschnitzel oder Holzpellets, also die modernen Heizmethoden mit Holz. Jo, das hier ist vermutlich eine Schwarzpappel. Oder, und auch bei Pappel, haben wir wieder das Problem, dass sie zur Hybridisierung neigt und man Pappel nur schwer artgenau bestimmen kann. Aber meistens sieht eine Pappel so aus, dass sie so fast das unscheinbarste, runde, langweilige Blatt hat, das man sich nur irgendwie vorstellen kann. Keine Haare, keine besonderen Ecken, keine besonderen Kanten, gar nichts. Stinknormales, langweiliges, merkmalsloses Blatt. Ehrlich gesagt, außer Gefühl, dass es sich um eine Pappel handelt und dem durchaus borkigen Stamm, der eine durchaus raue Rinde und gerade im hohen Alter, wenn die für Pappelverhältnisse hohes Alter, die wachsen super schnell, die sehen aus wie 200-300 Jahre alte Eichen, da sind die 60-70 Jahre alt oder irgendwie sowas, ne? Und da kann man sie dann schon mal ganz gerne, gerade wenn sie mitten im Wald stehen, auch mit einer Eiche verwechseln. Ich hatte mal in den Kommentaren eine recht lange Diskussion, ob der Baum im Hintergrund nur eine Eiche oder eine Pappel ist. Es war im Endeffekt schon eine Eiche. Aber ganz ehrlich, er sah schon sehr nach Pappel aus. Und es war eine völlig berechtigte Diskussion. Ich bin extra nochmal hingegangen und habe nachgeguckt. Aber ja, die Pappel. Pappel ist ja so ein bisschen schwer sich mit der Pappel so wirklich klar zu werden, einig zu werden, was man denn nun mit der Pappel möchte. Ja? Die Pappel kann ein hervorragender Baum für die Zukunft sein, weil sie einfach unglaublich schnell wächst und somit super schnell nachhaltigen Brennstoff, nämlich Pellets, Hackschnitzel, etc. Liefern kann. Das kann so gut wirklich nur für Verbrennzwecke, sonst wahrscheinlich keine andere Baumart, die wir hier so haben. Robinie ist noch im Gespräch, mit Weide geht's auch, aber wahrscheinlich doch am ehesten mit der guten Pappel. Andererseits ist sie von Natur aus eher was Seltenes, was eben in solchen Fällen wie diesem hier jetzt gerade anzutreffen ist. Und sie ist halt für was anderes als Brennholz, Streichhölzer, Zahnstocher, ja, so Holzprodukte. Aber alles, was qualitativ darüber hinausgeht, schwierig. Ist nicht unmöglich, aber ist schwierig und wirtschaftlich lohnt sich es auch nicht. Okay, wenn mir jetzt nicht noch was Wesentliches, Elementares einfällt, da hinten steht die Birke. Ganz ehrlich, Birke haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen, das können wir uns sparen. wir gucken noch einmal in den Fluss, da gibt es nämlich Wasserlilien. Und dann haben wir es auch, weil viel Licht habe ich auch nicht mehr. So, ja, ein würdiges Schlussbild am rauschenden Fluss. Ich glaube, ich bin an dieser Stelle nicht mehr gewesen seit bestimmt 15 Jahren oder sowas. Was war vor 15 Jahren? Vor 15 Jahren bin ich mit zwei Kumpeln auf die Idee gekommen, die Murg hochzuschwimmen, was dahingehend relativ witzlos ist, weil man kann es vielleicht erahnen, der Wasserstand ist an dieser Stelle jetzt nicht besonders beeindruckend. Also schwimmen ist da nicht. Man kann hoch warten.
Weiter unten ist er dann wieder tiefer. Also auch im Sommer kann man da wunderbar schwimmen und man kann auch nirgends stehen. Also jedenfalls ich nicht. Jemand, der 2 Meter ist vielleicht. Jedenfalls, wir hatten die Challenge. Wir gehen unten bei unserem Dorf ins Wasser. Das ist ungefähr 2-3 Kilometer vielleicht von hier. Und schwimmen hoch. Warum? Weil ja, gefühlte 300-400 Meter weiter in diese Richtung kommt das McDonald's. Und da wollten wir hin damals. Ne? Ja, und ich glaube, bis hier sind wir ungefähr gekommen, bis wir festgestellt haben, dass das doch jetzt nicht mehr reicht, zeitlich, weil wir wirklich viel zu lange gebraucht haben, um hierher zu kommen. Und wir mussten nach Hause, schlicht und ergreifend, weil man noch ein Datum, eine Uhrzeit hatte, zu der man gefälligst zu Hause zu sein hat. Und ja, war also ein Griff ins Klo. Das wollte ich noch schnell erzählen. Und jetzt zur Wasserlilie. Hier seht ihr in ungefähr der Bildmitte, sie müsste scharf sein. Ich kann es leider nicht mehr zoomen, weil ich A, hier das Ufer aufhört und B, ich leider kein anderes Objektiv gerade griffbereit habe. Aber man sieht so ein bisschen diese Blüten im Wasser an dieser langen, in der Strömung liegenden Pflanze. Kommen hier in der Murg eigentlich nahezu überall vor, sind auch ein Zeichen für definitiv gute Lebensbedingungen im Fluss. Das hier ist ja schon der relativ weit unten gelegene Verlauf vom Fluss. Das so heißt, es ist eine gewisse Nährstoffhaltigkeit des Wassers. Ist zu diesem Stadium im Flussverlauf durchaus was Gutes. Hier gibt es auch viel Fisch und der muss ja auch irgendwie was fressen. Wenn also in dem Fluss hier überhaupt keine Wasserpflanze wachsen würde, wäre es mies. Und die Wasserqualität eben unserer Murg hat sich zu Lebzeiten meiner Mutter, als ich noch ganz klein war, also meine Mutter ist jetzt, was ist sie, 72? Ja, ich glaube 72. Als sie noch klein war, hat sie in der Murg schwimmen lernen dürfen. Mehr schlecht als recht, egal. Da ging das noch. So, dann kam die Phase, als sie so Teenager geworden ist ungefähr, dass man die Murg überhaupt nicht mehr als Badegewässer brauchen konnte, weil sie gestunken hat bis zum geht nicht mehr. Man hat halt Industrieabwässer und alles eingeleitet, da gab es kein Leben mehr drin. Die Murg war, also vielleicht ein paar Algen oder sowas, ja, aber Fisch hat man da auch nicht angeln können, die war tot. So, und dann wurde sie nach und nach wieder besser und vor circa 15 Jahren ging es dann langsam wieder los, dass die Dorfjugend, unter anderem eben ich und die meinigen, auf die Idee gekommen sind, man könnte doch mal wieder in der Murg schwimmen gehen, und zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Wasserqualität eben massiv verbessert. Aber die Wasserlilien gab es damals noch nicht. Die sind also ein relativ neues Phänomen, das erst seit, in dieser Menge auf jeden Fall erst seit ein paar Jahren auftritt. Das heißt, die Wasserqualität von unserer Murg, die hat sich nach und nach immer weiter verbessert. Wir haben inzwischen sogar wieder Lachs hin und wieder, nicht viel, aber es gibt welchen tatsächlich, der auch mal in der Murg gesichtet werden sollte. Und jede Menge andere Fische, aber ich kenne mich da ja nicht aus. Und man kann bedenkenlos, problemlos da drin schwimmen gehen, das macht überhaupt nichts. Wenn es jetzt noch ein bisschen wärmer wird, ist es bei mir auch soweit, weil ich hätte voll Bock, mal wieder schwimmen zu gehen, und man darf ja nicht, Corona-bedingt. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Mitkommen und bis zum nächsten Mal und gucke mal, dass ich wieder rauskomme. Ja, bevor ich nicht mehr rausfinde. Tschüss.